Ja moin, ich bin's wieder, euer Golluk. Heute mit einem Let's Play über das Spiel My Name is Sarah. Ich habe das Spiel relativ günstig bei Steam gekauft für 2,99 €. Ja, es wird ein sehr kurzes Let's Play. Warum, werdet ihr gleich sehen. Also, ich habe das Spiel gestartet. Mehr wie Start und Quit kann ich nicht auswählen. Mehr gibt's da nicht. Zumindest am Anfang nicht. Warten wir ab. So, da bin ich dann auch in der Spielwelt. Sieht noch nicht so schön aus. Das kommt aber jetzt gleich. Genau, so. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Es gibt nicht viel zu sagen, weil man in den Spielen nicht wirklich viel machen kann. Das erste Problem für mich, ich habe schon ein bisschen angespielt. Das erste Problem ist, ihr seht hier unten die Lebensanzeige Hunger und Durst. Ich bin jetzt gerade mal erst reingekommen und schon bin ich hier mit Durst auf 93% und Hunger auf 96%. Also das geht sehr, sehr, sehr schnell rapide ab. Länger wie 2 Minuten könnt ihr eigentlich nicht durch die Gegend laufen, ohne irgendwie was zu trinken zu finden. Das Problem ist auch, mehr wie diesen See habe ich noch nicht gefunden. Also man kann nur hier trinken. Sprich, ihr könnt 1 Minute in eine Richtung rennen und dann wieder zurückrennen zu diesem See, damit ihr trinken könnt. Ich habe gesucht, ich habe nichts anderes gefunden. Und man spawnt immer wieder an diesem See hier und ja, ist nicht so schön. Zweite Sache ist, ich habe da jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, um das Ganze nochmal zu machen. Dafür wird das Let's Play zu lange dauern. Man kann hier diese grünen Pflänzchen kann man aufsammeln. Das ist Holz. Ich versuche es mal jetzt doch, weil ich doch relativ viel Holz hier finde. Normalerweise sucht man sich da dumm und dämlich. Okay, es funktioniert nicht immer, wie man sieht. Das Problem ist, selbst wenn ich jetzt genug Holz sammeln würde, um mir eine Spitzhacke zum Beispiel herzustellen, oder eine Axt, brauche ich 5 Holz für, dann könnt ihr mit dieser Axt auf Bäume kloppen und es passiert nichts. Und ab und zu bekommt ihr mal ein bisschen Holz drauf. Ich weiß nicht warum. Also ihr kloppt auf den Baumstamm drauf und 20 Mal passiert gar nichts und dann kommt auf einmal, oh ja, und jetzt hast du doch Holz gekriegt. Das ist einfach nur crappy. Also ich würde es euch jetzt gerne zeigen, aber wie ihr seht, ich finde kein Holz mehr. Und das ist halt überall so. Das ist, hier ist Holz. Oh, jetzt habe ich nichts gesagt. Ich möchte euch das jetzt echt zeigen. So, ich habe jetzt 5 Holz. Ich baue jetzt die Axt. Da haben wir sie auch schon. So, ja. So, die Taste 1 und jetzt hau ich auf einen Baum. Ich halte jetzt die Maustaste gedrückt, sie schlägt, es passiert nichts, weil das Holz bekommt man erst, wenn man die Maustaste wieder loslässt. Sollte man eigentlich bekommen, aber wie ihr seht, ich habe kein Holz bekommen. Ab und zu funktioniert es, dann erscheint oben links die Holzmenge. Ja, hier scheint es jetzt gar nicht zu funktionieren. Es geht nicht. Vielleicht einen anderen Baum. Aber ich meine, das zerstört eigentlich das ganze Spiel, weil ihr seht, ich bekomme einfach kein Holz. Und dasselbe ist, wenn ich mit einer Spitzhacke auf Steine draufhaue, dann bekomme ich auch kein Stein. Also ganz selten funktioniert es mal und meistens nicht, wie ihr seht. Ja, dann was könnt ihr noch in diesem Spiel machen? Ihr könnt Essen sammeln, das müsst ihr ja, weil wie ihr seht, ich stehe schon auf 60, 40 da unten. Das zeigen mir immer diese Pusteblumen an hier, wo Essen rumliegt. Da hinten seht ihr auch was. Da liegt dann immer, hier ist zum Beispiel eine Mango. So. Und hier wäre jetzt eine dicke Melone. So. Und die könnte ich jetzt halt mit rechten Maustaste essen. Und schon geht's hoch. Ah, ich drücke hier immer die falschen Knöpfe. Ja, und dieser See hier könnt ihr trinken. Supi. Und das war's dann auch schon. Also ich habe mal versucht, hier irgendwas zu bauen. Ich habe es wirklich versucht. Und ich hatte keine Lust mehr, weil ich weder Holz von den Baumstämmen bekomme, noch Steine aus den Steinen. Und das ist einfach nur crappy. Also das macht überhaupt keinen Bock.
Und mehr kann man hier auch nicht machen. Also das war's eigentlich. Das ist schon das ganze Spiel. Alleine schon, dass die Anzeigen unten von Wasser und Essen so schnell rapide runtergehen. Man kommt gar nicht ins Spiel. Also wenn man sich jetzt eventuell eine kleine Hütte bauen könnte und eine kleine Flasche für Wasser und so weiter, dann wäre es vielleicht, dann könnte man vielleicht irgendwas machen. Aber ich gehe davon aus, dass es einfach nur ein Spiel ist, was so halb fertig gemacht worden ist oder 5% von dem Spiel wurde bei Steam eingestellt, es wurde Early Access kassiert und das war's. Wir hören nie wieder was davon. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass in diesem Spiel noch was passieren wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil die Grafik ist eigentlich ganz hübsch und so. Das geht eigentlich. Sieht hübsch aus. Aber ich glaube nicht, dass da noch was passieren wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich habe für das Spiel 2,99 bezahlt. Das war im Angebot im Steam. Das ist nach einer Minute, ein Monat nach Release, ist es von 16 Euro auf 2,99 runtergesetzt worden. Und das ist eigentlich auch schon ein Indiz dafür, dass es nichts mehr passiert. Also lasst die Finger davon, wartet noch ein bisschen, vielleicht passiert ja noch was. Aber jetzt würde ich es nicht mal geschenkt nehmen wollen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat das Spiel nicht gefallen, aber das Let's Play war doch geil, oder? Und ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben und vielleicht sogar noch eine Glocke. Ich würde mich freuen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, mit einem besseren Spiel. Euer Gorlok. Halt, stopp! Nein! Warte! Warte, das will ich euch auch noch zeigen. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und zwar, wenn ich die Escape-Taste drücke, dann sieht man die Tastaturbelegung. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das Blueprint und die Taschenlampe dieselbe Taste haben. Und man kann sie auch nicht ändern. Es funktioniert einfach nicht. Grafikeinstellung haben wir auch. Mit der P-Taste. Da kann man sogar was ändern. Also das funktioniert, komischerweise. Was nicht funktioniert, ich hoffe, ihr hört das nicht so laut, wie ich die Melodie aus dem Lied, aus dem Spiel höre. Also man kann das Audio nicht runterdrehen und das ist auch schon Schiede, ne? Sage ich mal so. Es ist einfach Kacke. Also kauft euch das Spiel nicht. Es ist Müll. Wartet noch, vielleicht wird's was und wenn nicht, Pech gehabt. So, jetzt komme ich aber zum Ende. So lange sollte das Let's Play eigentlich gar nicht werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen da und bis denne, euer Gorlok.